Herzlich willkommen zurück bei Diablo 4. Gut, dass wir die Folge gerade eben beendet haben, denn kurz nachdem wir sie beendet haben, ist das Internet abgeschmiert. Ich musste kurz den Router resetten und ja, ich hoffe, jetzt können wir weitermachen. Komischerweise ist die Person, mit der wir hier eben... Holz wird sich wie Gras Ach, jetzt. entgegen. Ja, Du kannst okay. da kommen. Ja. Physische Barrieren allein werden nicht ausreichen. Interessant. Und eure Talismane und Ja, ja, Besitzungen im ja. Dreck halten die Toten Hatten nicht wir aus. schon? Ritter Omas. Omas Ritter. Talismane, Kerzen und Schnitzereien schmücken dieses zentrale Totem. Der holzige, beinahe süße Geruch von brennender Kiefer liegt in der Luft. Es scheint, hier hält man sich noch an die alten Sitten. Gut, dann sprechen wir doch mal mit dem Häuptling. Wartet mal. Nee, wir haben ja noch. Ach, wir haben ja noch eine Nebenquest, ne? Ergattert. Hä? Irgendwie haben wir noch mehr. Wo kommen die denn jetzt her? Zwei sogar. Das ist ja interessant. Bringt den Sack mit Lebensmitteln zu Tat. Ach so, klar, das haben wir eben aufgegabelt. Ja, machen wir die erst noch, ne? Ein alter Mann namens Baltair in Braestek hat mich gebeten, seiner hungernden Familie in Korbach etwas zu essen zu bringen. Ja, machen wir erstmal das hier. Habe ich ganz vergessen. Und neues Gebiet. Das nehmen wir doch gerne mit. Oder was sagt ihr dazu? Können wir eigentlich, wir konnten doch eben, hat das doch gebuggt. Das will ich nochmal gucken. Können wir jetzt hier mit ihm hier reden? Nö. Okay, dann halt nicht. Dann einmal hier lang. Guten Tag. Tag. Druckquellenschrein. Ist ganz nice, aber am coolsten ist natürlich Verbindung. Obwohl, ne, der geilste ist der mit diesem komischen Feuer da, ne? Der ist richtig übel. Mit diesem, ihr wisst schon, dieses Maschinengewehr da. Wenn wir diese Bolzen da verschießen. Eine Druckwelle ist natürlich auch ganz nice. Und wir sind schneller. Jetzt nicht mehr. Bam. Bam. Ach, erhöhtes Leben. Ich habe mich schon gewundert, warum der so viel aushält. Na, er kommt da schwer angerannt. Na, komm her. Nicht du. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir weiter. Ganz gemütlich. Lecker. Yummy, yummy, yummy. Oh, neues Gebiet. Aber keine neue Quest, aber hier ist ein Dungeon. Oh, wenn eine Basisfertigkeit wirkt, verringern sich die Mana-Kosten eurer nächsten. Ah, auch nicht schlecht. Für welchen ist denn das? Der Aspekt ist nicht für Waffe. Ich glaube, die beiden, die wir haben, ist für die Waffe halt, ne? Das ist das Blöde. Das heißt, wir können nur einen von beiden nehmen. Ah, da werde ich mich auch nochmal dann bildtechnisch genau, technisch genauer mit beschäftigen, wenn ich dann hier mit der Story durch bin. Dann geht es natürlich auch ein bisschen ins Endgame. Denke mal, da werde ich auch nochmal eine gemütliche Runde von Anfang an machen. Ohne Aufnehmen dabei. Ist ja doch noch mal was anderes ein bisschen, ne? Was wäre er denn hier? Ein Neuling.
Noch jemand, der um Almosen bettelt. Gib dir gleich Almosen. Ja, keine Quest, aber ein Wegpunkt. Und wahrscheinlich ein paar Gespräche. Eine Kiste mit Gemüse ist sorgfältig in diesem Sumpf versteckt. Wer hungrig ist, tut, was er tun muss. Dieses Stückchen Land ist alles, was wir noch haben. Aber das reicht nicht mal im Traum, um all die hungrigen Mäuler da drin zu stopfen. Das ist schade. So, hier ist unsere Quest. Vertraut ihr dem Häuptling? Der Häuptling sagt, das Licht würde uns vor der Plage der Ziegenmenschen retten. Er spricht vom Licht, um in der Gunst der Kathedrale zu stehen, wenn sie hier aufkreuzt. Balthasar, ihr wollt, dass ich euch das gebe. Von Paar? Wirklich? Oh, danke. Wir haben seit Tagen nichts gegessen. Die Kleinen können kaum die Augen offen halten. Wir vermissen ihn schrecklich, aber er hat getan, was nötig war. Seine Familie am Leben gehalten. Danke noch einmal. Sehr gerne. Der Häuptling sagt, das Licht würde uns vor der Plage der Ziegenmenschen retten. Er spricht vom Licht, um in der Gunst der Kathedrale zu stehen, wenn sie hier aufkreuzt. Gucken wir nochmal ein bisschen rum hier, ne? Das sieht eher nach Kampfgebiet aus. Ja. Schon wieder kein Mana. Kommen die eigentlich hier auch ins Lager rein? Oh ja. Ah ne, es ist noch nicht richtig Lager. Naja, dann kommt her. Ich wollte mich ja doch noch ein bisschen mehr hier umgucken. Ich glaube, hier geht's auch ins Kampfgebiet, ne? Wir müssen tatsächlich hier geht's richtig rein. Trotzdem gucke ich hier unten nochmal. Ich will die Gespräche alle mitnehmen, verdammt. Okay. Dann einmal den Wegpunkt natürlich. Den Schmied lassen wir erstmal, weil wir eh porten, weil hier ist nicht so ein Typ, wo wir den Aspekt reinhauen können. Ah, hier ist was. Der Gastwirt und Ain. Er ist im Schlaf gestorben? Kein Problem, solange sein Bett sauber ist, besser als Lehm und Heu. Gesegnet seien die Ahnen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Da sehe ich noch was. Sie haben 5 Ziegen. Eine weniger macht ihnen nichts aus. Nächste Nacht schlage ich zu. Aber ist das nicht Diebstahl? Das ist einfach nur fair, Liebling. Hast du keinen Hunger? Oh je. Und der Gastwirt oder die Gastwirtin. China. Was habt ihr anzubieten? Keine Rationsmarke, kein Essen. Und kein Obdach für Besucher. Sehr freundlich. Warum hungern hier so viele? Die Ziegenmenschen überfallen Bauernhöfe. Die Leute können sonst nirgendwo hin. Kann ich irgendetwas tun, um diesen Leuten zu helfen? Am besten verschwindet ihr und steckt eure Nase nicht in Dinge, die euch nichts angehen. Ich steck meine Nase gleich in dein Auge. Mit Schwung. Eine einfache Plane und ein paar Stücke. Ein behelfsmäßiger Unterschlupf für die Notleidenden. Hab die Stadtmauern selbst errichtet. Standhaft wie eh und je. Ich verhungere lieber hier drin, als draußen zerfetzt zu werden. Weiß ich nicht, ob das angenehmer ist. Verhungern ist, glaube ich, sehr qualvoll. Hab gehört, die Müllerin hat dem Häuptling etwas Gold zugesteckt und eine richtige Hütte für ihre Familie gekriegt. Ach, als wir gingen, hatte ich keine Zeit, irgendetwas mitzunehmen. Schon gar kein Geld.
Ich kann euch nicht essen. Niemals. Oh nein. Bei den Geistern. Wir waren jahrelang Freunde. Jetzt gibt es nur noch uns beide, mein Junge. Also so sehr ich auch hungern würde, glaube ich, ich würde nie mein Haustier essen. Hier, nehmt meine Marke und esst. Wirklich? Bei den Geistern. Ich werde weich. Ja, wirklich, Kleine. Los, bevor ich es mir anders überlege. Hier herrscht auf jeden Fall großer Hunger. Und ja, ich weiß, wenn man erstmal in dieser Situation ist, denkt man darüber anders. Wegen Haustieressen und so. Aber ich glaube, ich könnte das trotzdem nicht über das Herz bringen. Seht euch ganz Gosklin an. Überall Leid. Aber hier haben wir Hoffnung. Ja. Wir können überleben, wenn wir uns gegen die Sünde vereinen. Oh, ich schlafe gleich ein beim Reden. Oh, Dornat redet auch gerade. Ich habe zu viel gesehen. Viel zu viel. Konnte nicht wegsehen. Diese Tiere. Sie haben ihn zerrissen. Warum er? Ahnen. Also was ich ganz cool finden würde tatsächlich, wenn man die Gespräche auch auf einer Map sehen könnte. Weil ich die echt nicht verpassen will, ne? Ich würde gern alle mitnehmen, aber man übersieht wahrscheinlich welche. Was sagst du denn dazu, Ziege? Kann ich die eigentlich streicheln? Hallo. Grüße. Na, leider nicht. Auf Befehl des Häuptlings. Alle Personen, die Vieh besitzen, sollten bereit sein, ihr Vieh der Wache zur Schlachtung und Umverteilung zu übergeben. Na toll. Habt ihr vom Schusterjungen gehört? Nicht seit seinem kleinen Ausbruch im Stadtrat. Haben sie ihn gefunden? Oh ja. Jetzt singt er nur noch Loblieder auf die Kathedrale des Häuptlings. Achtet auf eure Worte, Wanderer. Hier gibt es überall lauschende Ohren. Korbach ist kein guter Ort, um zu verschwinden. Danke für den Tipp. Okay, hier sind wir schon gewesen. Ich glaube, wir haben soweit alles, oder? Sind wir hier schon lang? Ja, sind wir auch, oder? Ja klar, hier ist ja dieser Häuptling. Was ist denn da noch? Die Kisten sind fast alle weg. Die meisten sind teilweise leer und werden nicht mehr lange halten. Lebensmittelmarken, die von der Stadt für die Verteilung von Lebensmitteln verwendet wurden. Schwer zu finden, leicht zu stehlen. Toll. Da ist auch noch irgendwas, ne? Sah so aus zumindest. Nee, geht nicht. Nun gut, dann würde ich sagen, nächste Nebenquest, gestohlenes Kleinod. Nehmt von Darsel Runentalisman. Ein Dieb namens Darsel hat einen Runentalisman gestohlen, der eine kranke Mutter und ihr Kind beschützt. Ohne den Talisman wird die Familie es sicher nicht schaffen. Ich muss Darsel finden und den Talisman zu Marion in Braesdeck zurückbringen. Der gute Darsel. Das ist dann irgendwo da oben. Alter, diese große Karte. Läuft. Ja, also wir müssen auf jeden Fall irgendwo da oben hin. Und da würde ich mal sagen, nehmen wir mal den hier. Um ein bisschen Zeit zu sparen, ne? Können wir ja auch mal wieder machen. Grüße. Hallo. Grüße. Hey. Hallo. Oh. Das wollte ich. Okay. Können wir trotzdem noch ein paar Monster mitnehmen? Oh Gott, der Hund verfolgt uns ja noch. Nein, geh weg, Hund. Du stirbst uns gleich. Das wollen wir nicht. Oh, da vorne ist auch Action.
Aber den Bär will ich mitnehmen. Nice. Cool. So, wir müssen jetzt hier Darcel finden. Bist du denn Darcel? Da ist er. Find's ja geil, dass die Ulti über den ganzen Bildschirm geht. So, verwundbar machen. Alter, der Damage ist echt bombastisch. Kehrt zu Marin zurück. Das ging fix. Ich habe mich um den diebischen Darcel gekümmert und sollte den Runentalisman zu Marin in Braystack zurückbringen. Das können wir schnell machen, indem wir einfach den hier nehmen. Der gute alte Darcel. Hundi ist noch da. Das haben wir schon gelesen. Die säuft sich ein. Ey, ich will auch. Gib mir was ab. Ich habe den Talisman mitgebracht. Oh, ihr seid zurück. Danke. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Hm. Das war ein schneller Satz. Okay. Dann gucke ich nochmal, ob wir hier neue Nebenquests irgendwo noch haben. Sieht nicht danach aus. Wir könnten natürlich den Dungeon hier noch mitnehmen, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Holz wird sich wie Gras im Wind biegen. Ja. Physische Barrieren. Dann haben wir nämlich noch einen Aspekt für uns. Auch wenn ich weiß, dass man später wahrscheinlich auf ganz andere Aspekte bauen wird, auch welche, die aus Gegenständen kommen. Aber wir sind hier ja auch noch nicht im Endgame, ne? Es soll ja auch einfach Bock machen und wir wollen so ein paar Sachen ausprobieren. Wobei wir ja, wie gesagt, schon so einen sehr guten Bild haben, ne? Darf man nicht vergessen. Und der ist einfach ganz gut. Kann man nicht anders sagen. Wir kommen echt gut durch. Außer beim Schlechter. Der war nicht so gut. Aber der hat so einen harten Damage gemacht, der Typ. Ist auch schön, noch ein paar Dungeons nebenbei mitnehmen, ne? Dann seht ihr noch ein bisschen mehr vom Spiel. Alle, die es nicht selber spielen. Was ist denn hier los? Holla die Waldfee. Sag mal. Stehen die da einfach auf? Kommen die da einfach aus der Erde raus? Ja.
wieder kein Mana. Hui. So, dann einmal rein hier. Rein in das hübsche Stübchen. Befreit die Gefangenen. Okay. Ja, das bin ich auch schon lange. Nein, nein, nein. Bist du direkt am Ausgang, Junge? Also sowas. Oh, wir müssen jetzt einiges an Gold haben gerade, ne? Jetzt kriegen wir auch ordentlich Gold. Toll. Oh, da ist einer. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ich weiß. Wir können gerade ein bisschen spammen, ne? Weil wir den Schrein haben. Jetzt ist er aber wieder weg. Und wir müssen bald zum Schmied. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst genau, was das bedeutet. Boah, erhöhtes Leben. So, da ist auch ein Gefangener. Und dann holen wir uns die Kollegen hier noch. Auch erhöhtes Leben. Nice, wie viel Gold wir jetzt bekommen. Oh, bessere Handschuhe. Das ist gut. Na. Ah. Das ist der nächste. Ach nee, das. Oh. Ich seine Gunst fast erlangt. Hasst mich, aber sie verstehen nicht. Weg, mein Heim zu schützen. Das sehe ich genauso. Okay. Zur Ruhe müssen wir ihn betten. Ihr habt mir das Leben gerettet. Sehr gerne. Schön viel Gold. Okay, da müssen wir am Ende hin. Wir brauchen aber noch zwei Gefangene. Was ist das? Das wundert mich jetzt aber, dass hier Monster kommen. Mir fehlt das nötige Mana. Überlebt das Ritual. Okay.
Das gibt uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Gleich haben wir's. Wie was? Ach, im Ritualzirkel musst du mal zwei Gegner töten. Na toll. Ich war so konzentriert. Na egal. Haben wir noch ein paar Obolusse mitgenommen. Und da unten sind die anderen beiden Gefangenen. Also da so. Ist zu groß. Jo. Dann wollen wir mal. Dann können wir jetzt endlich unseren Aspekt reindonnern. Aber ja. Was ist denn, wenn wir die Waffe loswerden? Das ist eine gute Frage. Wenn wir dann wieder die Waffe tauschen, dann müssen wir den Aspekt doch neu reinhauen, ne? Ist ja blöd. Also erstmal, ne, wie immer. Dann würde ich sagen, erstmal den Aspekt. Was ist denn hier? Warum leuchtet denn das? Ah, okay. Verlorene Gegenstände, da gucke ich mal schnell. Edle Felle, geschmeidiges Leder, Heilkräuter und seltene Mineralien, die für den Handel auf dem Markt bestimmt sind. Oh. Wie laufen die Geschäfte? Oh, ich kann mich nicht beklagen. Ich schätze, das wäre eine Sünde gegen den Vater. Und wie steht es um die Kathedrale? Nun gut, solange Donan für sie spricht. Er kennt das Tal und hat dafür geblutet. Und die Kathedrale hat Glück, dass sie ihn hat. Belassen wir es dabei. Und was wisst ihr über diese gehörnte Frau? Hey, so ein Gerede will ich hier nicht hören, verstanden? Die Leute sind so schon nervös genug. Ja. Verdammt stark. Was ist das für ein Gesöff? Gib mal einen Schluck ab. Das ist nur Glenbier, Schätzchen. Unsere Kinder trinken das zum Abendbrot. Alter. Hä, was ist denn das? Ah, verpasste Ausrüstung. Mit Flammenschild könnt ihr euch ungehindert durch Gegner bewegen. Hm, holen wir uns die doch mal, um sie zu zerscherbeln. Die hauen wir doch gleich weg. Eigentlich müsste man ja erstmal alle Aspekte rausholen, ne? Aber ich mache das hier im Let's Play bewusst, damit ich Aspekte verteilen kann. Was noch übrig ist, fragt ihr. So, wo müssen wir hin für dieses Dingensbummens da? Machen wir erstmal das. Okay. Dann die Waffe. So, wir können den hier verursachen mehr Schaden basierend auf der zur Wirkzeit verfügbaren Primärressource.
Wehen kanalisieren zum Flammentod, Knochengefängnis, Totenschwör, Eissplitter durchbohren dreimal und verursachen. Naja, okay, das ist mit dem Durchbohren. Aber wir nehmen mal den hier rein. So. Das müsste jetzt aber klappen, oder? Was? Scheiße. Wir brauchen 90.390. Toll, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gold. Aber das haben wir auch gleich. Okay. Dann machen wir den Dungeon noch fertig. Ich musste mal kurz was gucken. So, was haben wir denn hier? Ja, toll. Ist wieder ne legendäres. Einmal den befreien. Und den. Ihr habt mir das Leben gerettet. So, und dann müssen wir da hoch. Und jetzt leckt es. Moment, kleinen Moment. Okay. Ich muss gleich leider aufhören. Aber den Dungeon machen wir auf jeden Fall noch. Gut, wir haben eh schon 32 Minuten, es leckt jetzt schon wieder. Alter. Hui. Ja, und jetzt? Ach, die Hebel. Ja, war klar. So. Rein in den Teufelskreis. Ja, damit kenne ich mich aus. Mit Teufelskreisen. Steinschnitzerei müssen wir wieder finden. Hm. Es ist noch nicht vorbei. Ein Stab. Ein aufgespießter Abenteurer. Schön. Boah, die haben schon wieder erhöhtes Leben. Okay, dann. Ach, die sind auch schon wieder besser. Oh, Leute, wisst ihr was? Es tut weh, aber. Und können den Aspekt ja vielleicht hier raussaugen. Der ist echt nicht schlecht. Okay, aber. Ja, ich warte mal bis 91.000. Oder wie viel brauchen wir dafür? Ach, aua. Ich muss gleich nochmal gucken. Kein Mana.
Ich gucke mal. Einmal erstmal wieder, ihr wisst wohin. Und schon wieder einiges eingesammelt. Besser als bei Null anzufangen. Und dann einmal da oben hin. Können wir es jetzt machen? Oder habe ich das... Ja. Dann let's go. Geil. Sehr geil. So, jetzt haben wir auch so gut wie gar kein Gold mehr, ne? Nee, das heißt, wir brauchen auch beim Schmied gar nichts mehr machen. Dann beenden wir den Dungeon mal. Das heißt, wir machen jetzt mehr Schaden ein bisschen. Das heißt, wenn wir volle, maximale Mana haben, dann müssten wir... plus 10% machen, ne? 20% sogar. Alter, guck mal. Alter. Dann machen wir die Nova rein und machen einfach mehr Schaden. Und die Nova kostet auch kein Mana, ne? Das heißt, wenn wir jetzt hier mit vollem Mana reingehen... Ja, mit der Nova merkt man es natürlich am meisten, ne? Oh. Aua. Vielleicht schaffen wir ja doch nochmal den Butcher irgendwann. Wenn er uns nochmal begegnen sollte. Na gut, er kann natürlich auch hier, glaube ich, kommen. Theoretisch. Ja, okay. Ach, wir wollen erstmal diese Schnitzerei. Die Schnitzerei. Alter, Leute. Ist das die Schnitzerei? Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo die hin muss. Ja, okay. Da bleibt nicht so viel übrig. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Schon wieder kein Mana. Es lief in letzter Zeit echt gut mit den Lecks, ne? War jetzt gerade so, ab und zu ist mal einer zwischen. Aber ab und zu ist ja auch nicht wild. Im Vergleich zu dem, was wir in den... Folgen da in den Paar erlebt haben. Wo wir immer an dem Boss gescheitert sind. Ja, okay. Was ist denn hier los, Mensch? Schon wieder kein Mana. Boah. Das ist der erste. Haben wir den? So, wir haben auch ein bisschen was eingesackt hier, ne? Okay, ist aber schlechter. Der schlechter.
Da ist es. Zack, einmal rauf da. Und auf zum Boss. Monstrosität der Khazra. Schon wieder. Ist auch immer gut, um Mana zu regenerieren, die Ulti. Und Abklingzeit, ne? Ich habe keinen Mana mehr. So, Nova und mit voller Mana reingehen. Und wieder raus. Verwundbar machen am besten noch. Nova, volle Mana und Bam. Jo, das war's schon. Der Aspekt der Effizienz. Müssen wir nochmal herausfinden, wofür der genau ist. Weiß nicht, ob das jetzt Schmuck war, Ringe oder Amulette, weiß ich gar nicht. Alles klar, Leute. Haben wir noch eine Quest? Nee, ne? Wir müssen jetzt wirklich Hauptquest. Wie es aussieht. Okay, sorry, dass wir jetzt doch nicht die Hauptquest gemacht haben. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel. Wir nehmen die hier noch mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns frisch und munter in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, ich nehme dann heute Abend bzw. Spätabend dann weiter auf. Habe ja aktuell Urlaub, von daher. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis später bzw. bis gleich. Macht es gut. Bis dahin.